Ich bin jetzt gleich gespannt, was passiert, ob die Leute sich drauf einlassen. Ich verspreche mir von dem Nachbarschaftsfest, dass wir mit unseren unmittelbaren Nachbarn in Kontakt kommen. Hand aufs Herz, die direkten Nachbarn kennt man oft nicht. Ich nehme am Tag der Nachbarn teil, weil ich einfach die Gelegenheit mal nutzen wollte, mit ein paar mehr Nachbarn ins Gespräch zu kommen, als mit denen, die man so unmittelbar neben sich oder so hat. Und weil ich auch dachte, es ist eigentlich eine schöne Gelegenheit für so ein gemeinsames Kennenlernen, ein bisschen rumspielen, nette Sachen machen und ein bisschen vielleicht auch Flohmarktsachen verkaufen. Ne? Also wir haben gleiche Themen gefunden, so Spielethema war zum Beispiel, also es finden sich da schon Gemeinsamkeiten. Also ich brauchte ja nicht so viel selber auf die Beine zu stellen hier. Ich habe das Päckchen von der nebenan.de Stiftung gekriegt und ansonsten habe ich einfach nur Plakate aufgehängt und ein bisschen Handzettel verteilt und selbst da haben die Kinder und der eine Nachbar und so weiter, die haben mich auch dabei unterstützt und haben auch ein bisschen verteilt und insofern fand ich den Aufwand eigentlich denkbar gering. Also ich kann das nur empfehlen. Ich denke jetzt, viele Menschen leben allein und wir müssen uns begegnen. Nebenan.de und was es da alles gibt, ist klasse, ja, aber es kommt doch auf echte Begegnungen an, oder? Ich glaube, insgesamt hat das ganz bestimmt auch eine positive Auswirkung, so ein Fest. Also einfach, weil man sich eben jetzt irgendwie klarer zuordnen kann. Und es ist einfach was anderes, wenn man sich jetzt auf dem Spielplatz oder irgendwo hier auf der Straße trifft oder so. Ja, ja. Es macht riesen Spaß und alles andere entwickelt sich ja einfach von selbst sozusagen, weil jeder bringt was mit und ne, was zu essen oder spielt Musik wunderschön hier. Wie, ne? Und so, das ist toll. Also ich finde, ja, wir machen das auf jeden Fall wieder.